Ja, und da will ich mal sehen, was Sie uns an neuen Erkenntnissen vermitteln können. Tja, es ist alles ziemlich tragisch. Jetzt haben wir 2015 und 1990 war ich in Meiningen. Es ist ja schon Thüringen oder was das? Ja, 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 gerade eben über die. Und zwar mit einem Münchner Architekten, weil ich ja ein Rezept hatte, das auch für den Plattenbau gegangen wäre. Ne? Also die ganze Geschichte, über die wir heute sprechen, kommt ja von der römischen Hypokaustenwandheizung. Das ist ein hohler Boden und am Rand hohle Ziegel, auf denen der Putz ist. Und der Grenzfall von Putz ist Fresko. Ne? Und wenn jetzt der Rauch durch den hohlen Boden fließt und der hohle Boden, das Hypokaustum, ist der Verteiler. Viele Archäologen, nicht nur Laien, meinen, das wäre die Fußbodenheizung der Römer gewesen. Das ist Schwachsinn, das ist der Verteiler des Rauches. Ja? Der kommt aus einem Loch dem Fuchs. Ne? Und draußen ist der Ofen, Präfonium, und da rauscht der Rauch in den Hohlboden und verteilt sich und kommt in den Unterdruck der Hohlziegel am Rande. Und das ist im Grunde der Kamin. Der Mensch hat im Kamin gelebt. Dass es da warm sein muss, ist ja wohl klar. Ne? Und dann gab es oben Querkanäle, wo das Dach ansetzt. Und aus diesen da konnte der Rauch dann waagerecht fließen. Und dann gab es da einzelne Tonröhrchen, auf denen auch Drachenfratzen sitzen konnten, wo das Dach anfing. Und da gab es dann ein bisschen Rauch aus den Nüstern. Den Rauch des Hauses, den Rauch des Präfoniums, den gab es dann aus den Nüstern der Drachenfratzen. Ne? womit ich jetzt zwei Dinge sagen will. Die Römer, laut Asterix spinnen sie ja, aber heiztechnisch waren sie absolute Spitze. Ne? Und dass sie das dann auch noch ästhetisch so toll gemacht haben. Nicht? Die Heizung war verkleidet mit Fresko und auf dem Dach gab es nicht einen Schornstein, sondern viele kleine und die waren mit Ton Kunstwerken verziert. Ne? Ja, jetzt kann man also sagen, die römische Hypokaustenwandheizung hat Folgendes geschafft. Und das ist dann für Sie hier interessant. Die Römer haben einfach erobert, was vor die Flinte bzw. vor den Bogen kam. Ne? Und da gab es dann auch Frost, richtigen. In Rom gibt es -2 und in Germanien gibt es -20. Ne? Und da die überall baden wollten, egal wo sie waren, heiß baden, haben sie sich überall ihre Thermalbäder hingesetzt. Ne? Und die überlegene Wandheizung der Römer hat sich nur gewundert, dass wir heute da so Schwierigkeiten haben. Nicht? Denn stellen Sie sich vor, -20 Germanien, dann Kalksteinmauer, also U-Wert nicht mit der Pinzette anzufassen. Ja? Auf dem Kalkstein der Kamin, die Hohlziegel, ne? Auf den Hohlziegeln der Putz, Grenzfall Fresko und unten dann 45 Grad Badewasser, nackte, nasse Menschen. Nicht? Ja. Die haben sich da laut Zeugenaussagen stundenlang aufgehalten, was wir in unseren Bädern nicht so gerne tun, weil es da immer zieht, weil wir das ja heute raumlufttechnisch lösen. Ne? Und die Römer haben das strahlungstechnisch gelöst, ne? wo ja kein Zug entsteht. Weil ich mache mal vor, das ist ein Gas und das ist die Strahlung zum Beispiel der Sonne und die saust die Strahlung durch das Gas hindurch. Nicht? Und Festkörper, also Sie, der Mensch, seine Möbel und die Wände, da muss ich jetzt so machen, dann sind die Möbel, die Moleküle eng beieinander, das ist der Festkörper. Ist natürlich klar, dass die Infrarotstrahlung sich hier akkumulieren muss, denn die Moleküle können ja nicht aus. Ne? Während bei Gasen saust du durch. Nicht? Wenn das nicht so wäre, würden wir jetzt gerade gekocht, denn der Planet da oben, der ist so irre, powerful. Ne? Also das Gas wäre viel zu heiß, wenn es durch die Strahlung heizbar wäre, ist es aber nicht. Ne? Und da kommt also die Bedeutung für Museen her, nicht? Dass also Wärme, die von der Wand abstrahlt, nichts mit der Luft anstellt und daher ist die Luftfeuchte günstig auf mittlerer Höhe und nicht im Keller. Ne? Und sie zackt nicht, wenn ich die Fugen des Hauses dicht mache, das ist für Museen zwingend, ne, um die Klimastabilität zu erreichen. Auch mit nicht abgedichteten Fugen kommt sofort eine Thermostabilität zustande. Das ist bemerkenswert. Ja, dass also sofort, wenn Sie einen Trommelschreiber beobachten, den Thermoarm, der macht einen Strich
Und der luftfeuchte Arm, der macht so, solange sie Fugen haben. Ne? Und ich beschreibe gerade die Entdeckung 1983 in meinem ersten Fall, Starnberger Heimatmuseum, ne? Als die Temperierung damals noch mit Wandschale eine Zeit lang gelaufen war, war festzustellen, überall gleiche Temperatur, aber zackende Luftfeuchte. Ne? Und da bin ich 1983 drauf gekommen, wie bedeutend die Fuge ist, also man muss sie finden, man muss sie suchen und finden und abdichten. Ne? Es geht jetzt nicht um ein knalldichtes Haus, sondern es geht um die Gebäudehülle und die Stockwerkstüren dürfen offen sein. Ne? Denn was die Römer erfunden haben, die Temperierung der Gebäudehülle ist die Lösung übrigens aller Probleme, nämlich aufsteigende Feuchte, weil sie fängt ja am Sockel an. Ne? Da können Sie schon viel Geld ausgeben für aufsteigende Feuchte. Dann Kondensation kann ja nicht sein, weil Wandoberfläche ist warm. Ne? Dann Schimmel, ja, Schimmel ist Ergebnis falscher Heizung oder fehlende Heizung. Ne? Keller, Schimmel, keine Heizung. Wohnzimmer, Schimmel, ja, Raumluftwalze eines Heizkörpers, die daneben die Wand nicht bedient. Es ist ja Winter, deswegen heiz ich, also es ist draußen kalt, die Wand verliert. Und wenn die Heizung nicht darauf konstruiert ist, dass die Wandoberfläche insgesamt warm bleibt, und das Wort bleibt ist so wichtig, weil monatelang war die Wand warm, was gar nicht selbstverständlich ist. Ja, ist doch Sommer. Nee, die Tante Clara ist eine alternierende Strahlungsheizung. Nicht? Da gibt es immer die Nacht und jetzt müsste ich mal mein Infrarotthermometer rausholen. Der klare Himmel hat minus 60 Grad und zwar immer. Ja? Sommers wie Winters, Tag aus, Tag ein. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier zeigen kann. Weil wir haben da ein bisschen blau. Minus 60 werde ich nicht schaffen, weil zu viel Bewölkung in der Nähe ist. Aber minus 27 kann ich in dem Loch zeigen. Nicht? Und wenn ich jetzt auf die Wolken gehe, dann habe ich da plus 11, ne? Mhm. Reflexion der Erdstrahlung von den Wolken. Und wenn wir ein bisschen pusten, dann haben wir mehr Blau und dann kann ich Ihnen minus 40, minus 50 zeigen. Nicht? Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, jede Nacht ist der Baukörper, also das dreidimensionale Haus, das nach allen Seiten abstrahlt, in jeder klaren Nacht dem 60-gradigen Himmel, minus 60-gradigen, ausgesetzt. Und wir könnten jetzt wissen, was los ist, denn wir stellen den Tautropfen am Grashalm fest und wir stellen das Tauwasser an der Autoscheibe fest. Und das gilt natürlich auch für ein Haus, nicht? Dass also die Gebäudehülle, die Außenseite, sich in der Nacht ziemlich kalt strahlen kann und da könnte Taupunkt entstehen. Aber bei historischen Aufbauten, Putz auf Masse, Sie wissen, worauf ich hinaus will, Putz nicht auf Masse, ne? Also Putz auf Masse, da bleibt der Putz so warm, dass er kühlt sich nicht unter die Außenlufttemperatur ab, entsteht an seiner Oberfläche nicht der Taupunkt. Also er entsteht an Oberflächen mit einer geringen Masse dahinter, Grashalm, Autoscheibe und jetzt kommt der Hammer, WDVS-Putz. Also das Wärmedämmverbundsystem muss dreckig werden, weil in jeder Nacht, die klar ist, die winzige Masse Putz auf Erdöl, und ich wollte Wärmedämmung sagen, aber eigentlich müssten wir Brandlast sagen, ne? Was die Bundesbauminister wissen. Nicht? Und dann sagen die ja, du darfst den Müllcontainer nicht an die Wand schieben, so muss ihn weghalten, nicht? Wenn da der Böse da was reinschmeißt und dann kommt Flamme und dann kann sich die Flamme hoch. Also die sagen nicht, ab sofort ist verboten, seit wir wissen, dass das Styropor Erdöl ist. Das wissen wir erst seit gerade. Ne? Das wussten wir vorher nicht. Also Brandlast auf der Außenfassade ist verboten, könnten Bundesbauminister ja sagen. Und die treffen sich dauernd, ne? Und beschließen, dass man den Müllcontainer nicht an die Außenwand stellen darf. Ne? Das zu unserer Politik. Entschuldigung. Ja, also warum, vielleicht ist es Ihnen dann noch gar nicht so aufgefallen, aber regelmäßig, wo es hohl klingt, ist es auch nach 6 Jahren dreckig. Ne? Hohl klingt heißt WDVS-System, Sie klopfen auf die starre Putzschicht, dahinter ist ein Faser- oder Porenstoff, Mineralwolle oder Styropor,
Und die Masse des Putzes gehört nicht mehr zur Masse des Mauerwerks, wie 80.000 Jahre lang in der Architekturgeschichte es war. Ne? Sondern seit gestern stellen wir den ab von der Speichermasse und er hat nur noch sich. Und minus 60 führt dazu, dass er Taupunkt bekommt, weil er die Wärme nicht festhalten kann. Wo es feucht ist, haftet der Staub besser. Und so sieht also ein WDVS-beglücktes Haus erst einmal nach ein paar Jahren schmuddelig aus, ne? Und dann sagt die Alge, huch, hier kann ich ja leben, weil wir brauchen Boden, ne? Staub ist Boden, und siedelt sich auch an, dann wird das Haus zusätzlich noch grün, gelb oder so. Ne? Und dann sagt die Fraunhofer-Gesellschaft, und da können Sie ja e.V. hinterschreiben, jedenfalls denken Sie das, und das heißt ja gemeinnützig, ne? Du kannst ja ein Biozid in den Anstrich mischen, dann sagt der Staub, das juckt mich aber nicht. Dann sagt die Alge, naja, bis die Garantie weg ist, bleibe ich jetzt mal weg. Oder bis es abgewaschen ist. Und bei großen Wohnblöcken mit WDVS hat man ja eine Anreicherung der Biozide im Grundwasser gefunden. Mhm. Ne? Also es ist, sie gehen hoffentlich heute schockiert nach Hause, weil es geht immer so weiter. Wenn Sie mich nicht unterbrechen, ja. ich glaube, wir müssen einfach hinschauen und wir müssen solche Details ernst nehmen und wir dürfen nicht darauf warten, dass Bundesbauminister und die Bauministerkonferenz ihre Verantwortlichkeit erkennt und unsere Physikerin hält sich auch schön raus. Ich brauche nicht sagen, wen ich meine. Ne? Dachdämmung ist es anders. Ja. Also, Holzdach und dann Dämmung drunter. Also wenn wir mal unterscheiden zwischen Mauer und dann Dach, nicht? Dächer müssen leicht sein, ne? Damit nicht zu viel Druck auf die Mauer entsteht. Und so ist das Wort Dämmung bei Dach nicht verkehrt. Ne? Aber bei Mauerwerk ist Dämmung einfach Unsinn. Hier muss man geschichtlich denken, aber gar nicht weit zurückgehen. Wenn Sie die 1960er Jahre betrachten, was machen Sie beruflich? Ich bin Bauingenieur. Mhm. Also Grenzfallarchitekt. Ne? Sie, ja. Sie bauen Häuser oder sanieren Häuser? Ich bin Sachverständiger. Gutachter? Sehr gut, ja. Dann werden Sie heute Nacht schlecht schlafen. Das glaube ich zwar nicht, aber ich muss immer weiter. Ja, also ich wollte jetzt mal historisch an die Frage, wie ist die Wärmedämmung als Lösung aus der Heizenergieverbrauchsmisere eigentlich entstanden? Und deswegen werden Sie heute Nacht schlecht schlafen. Denn 1960er Jahre implodierte der Ölpreis. Die Älteren wissen das. Ne? Hier sind mehrere Ältere. Ich bin hier der Älteste, garantiert, wenn es auch nicht so aussieht. Es implodierte der Ölpreis von Mark auf Pfennige fürs Liter. Was heißt das? Ja, plötzlich war die automatische Heizung, / Heizkörperheizung, erschwinglich. Sie war immer noch teuer, aber dann in den folgenden Jahren wurde sie billig. Ne? Ihr Verbrauch war billig. Was ist der Vorteil der Heizkörperheizung? Sie ist automatisch, ich kann sie vergessen. Die läuft vor sich hin. Beim Kachelofen muss ich immer nachlegen. Und bitte auch zu bestimmten Zeiten, nicht? Sonst wird er kühl. Ja, also jeder in dieser Zeit hatte Ofenerfahrung und einige Freunde hatten schon eine Heizkörperheizung und jeder wollte die dann irgendwann auch. Und dann implodiert der Ölpreis und auf einmal ist weltweit die Strahlung ersetzt durch heiße Luft. Weltweit, das muss man mal verstehen, denn der Ölpreis implodierte ja weltweit. Ne? Und das heißt, wir haben in den 1960er Jahren, ein neues Verbrauchsverlust, Wärmeverlustproblem erzeugt, nämlich die sogenannten Lüftungswärmeverluste, die sie in den zigtausend Jahren vorher nicht ernst nehmen konnten, denn die Hypokaustenheizung war eine Strahlungsheizung, wenn sie die jetzt einstülpen, der Grundofen, der Kachelofen, menschenhoch, war auch eine Strahlungsheizung. Ne? Und Sie erinnern sich, mein Finger hier sind das Gas Raumluft und die Infrarotstrahlung von Sonne oder Ofen düste durch, ohne das Gas aufheizen zu können. Dann plötzlich in den 60er Jahren war die Wärme da oben
Ja, denn der Heizkörper hat ja die Aufgabe, Luft zu erwärmen und mit diesem Heizmedium den Mangel, dass er ein Punkt ist, zu kompensieren. Denn es ging ja um Flächen. Ne? Und fälschlicherweise wird angenommen, es ginge um den Raum. Völliger Unsinn. Es geht um den Verlust des Raumes. Wo passiert der? An den Außenwänden, manchmal am Flachdach. Aber wenn man das normale Geschoss nimmt, ne, müsste ich eigentlich nur die Außenwände aller Räume beheizen, dann würde das ganze Haus warm sein. Warm bleiben. Mir ist so wichtig, dass ihr das Wort bleiben euch merkt, denn monatelang war das Haus warm, obwohl die Nächte eiskalt waren im Sommer, minus 60 Grad. Stratosphärentemperatur. Ich habe jetzt gerade minus 28 in dem blauen Loch zeigen können mit der Infrarotpistole hier. Ne? Mehr konnte ich nicht zeigen, weil die Wolken drumherum das Loch zu eng machten und die Reflexion der Erdstrahlung von den Wolken meinen Wert versaut haben, angehoben haben. Ne? So, das ist wahnsinnig wichtig, dass Sie verstehen, jede Nacht strahlt der Baukörper nicht gegen die Außentemperatur, sondern bei klarer Nacht gegen minus 60 mit einem großen Teil, ne, seines Volumens. Und jetzt ist aber es im Sommer, also viele Monate lang ohne Heizung im Hause warm, weil die Akkumulation in historischen Baustoffen oder in Baustoffen mit historischen Rohgewichten, nicht? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gefragt werde, wie würdest du bauen, neu, dann würde ich sagen KS, Kalksandstein, ne? Weil das der einzige leicht käufliche Stein ist, der noch das alte Rohgewicht hat von Sandstein, von Beton und von Kalkstein und so weiter. Ne? Ziegel ist ja ein Witz geworden. Ne? Ziegel ist ja nicht immer unbedingt statisch ausreichend. Wir müssen da Gräten einziehen, je porosierter und je luftkammriger der Ziegel wird. Nicht? Und seit den 70er Jahren brüstet sich die Ziegelindustrie. Wir können beides, wir sind Ziegel und wir sind Dämmung. Ne? Was natürlich Schwachsinn ist. denn, wie gesagt, die Scherstabilität von solchen Steinen ist nicht mehr so gut. Nicht? Und wenn ich höher bauen muss, dann muss ich Hilfsstrukturen einbauen, was man mit 2000 Rohgewicht nicht gemacht hat. Schielehaus in Hamburg, wie viel? 13 Stockwerke, ne? Kein Problem. ja, also was ist Speichern? Es geht ein bisschen durcheinander, aber es kommt im Grunde immer auf selbe raus. Rehabilitation historischer Bausubstanz bzw. historischer Rohgewichte. Ne? Was ist Dämmung? Die Tatsache, dass Wärme schlecht durchgelassen wird. Was ist Speicherung? Die Tatsache, dass Wärme schlecht durchgelassen wird. Was ist Dämmung? Die Versprechung, dass Wärme schlecht durchgelassen wird. Ne? Sehr wichtig. Und jetzt muss ich wieder anknüpfen an diesen zweiten Verlustweg, den wir uns selber als Kuckucksei ins Nest gelegt haben in den 60er Jahren, als wir weltweit die Pustefixe eingebaut haben, also die röhrenden Hirsche, Entschuldigung, die Heizkörperheizung, ne? Und die schönen Kachelöfen flogen in hohem Bogen aus den Häusern raus, ne? Wir waren ja, machten ja nur Arbeit, ne? Und Dreck und Schleppen und so. Und da im ersten Winter wunderten sich dann Altbaubewohner mit 3 Meter hohen Räumen, wenn sie auf die Leiter stiegen zum Birnenwechseln, dass es da so warm ist. Nicht? Vorher war das nicht so, weil die Säule des Grundofens, die in demselben Raum vorher war, um sich herum nach allen Seiten und auf ihrer ganzen Höhe gestrahlt hat, durch die Luft hindurch. Ne? Also wir haben durch die Heiztechnik-Evolution ganz spät in der Heiztechnik-Geschichte ein Verfahren beschert bekommen, das einen völlig neuen Verlustweg eröffnet hat. Und der Skandal liegt jetzt in Folgendem. 1971 war, glaube ich, der Ölschock. Da wurde dann plötzlich das Öl sauteuer. Ne? Dann kriegte die Universität generell gemeint den Auftrag nachzudenken, wie können wir Heizenergie sparen. Dann nahmen die Professoren die Rodinsche Denkerhaltung an, ne? Das heißt Augenlicht nach unten. Ne?
Sie waren aber in modernen Universitäten mit Schwingfenstern und Konvektoren drunter. Ne? Und jetzt kam nicht der linke Student und streute Pulver über den Konvektor und drehte dann den Kopf von Herrn Professor aufs Fenster. Dann hätte, welches natürlich gekippt war, weil die Luft so schlecht ist bei Konvektorheizung, dann hätte nämlich der Herr Professor die Warmluft, das Heizmedium, sich verabschieden sehen durch die Markierung durch das rote Pulver. Ne? Das ist unterblieben und so schrieb die Professorenschaft den Satz, der Wärmebedarf eines Gebäudes ist eine Gebäudeeigenschaft, das Heizsystem hat darauf keinen Einfluss. Und da lachen die Römer natürlich laut auf. Ne? Denn heiße Luft ist beim disziplinierten Bauherrn im Hause, aber immer oben in den Räumen oder im Treppenhaus. Ne? Und beim undisziplinierten Nutzer bei vergessenem Kippfenster ist ein großer Teil des erzeugten Heizmediums ohne Arbeit verrichtet zu haben draußen. Sie werden schlecht schlafen. Nö, ist für ihn alles klar. Wunderbar. Ja, hier müssen Sie noch historisch noch eine Koinzidenz betrachten. Wir haben also einen neuen Verlustweg, heiße Luft, und wir erfinden gleichzeitig das Kippfenster. Das gab es vorher nicht, also das Drehkippfenster. Es ist wichtig, dass Sie das heute mit nach Hause nehmen, dass es vor den 60er Jahren Drehflügel und ein Oberlicht zum Kippen gab. Und jetzt auf einmal in den 60er gab es die großen Löcher. Ne? Ha, hurra, keine Profile mehr, ne? Leichter zu putzen. Und mit einem Hebel hier zum Schließen und einem Umlenkhebel. So, und jetzt frage ich Sie, welcher Mensch denkt beim Schließen eines älteren Kippfensters daran, den Umlenkhebel wieder waagerecht zu stellen? Wenn er das nicht tut, ist das Riesenfenster oben rechts oder oben links nicht eingezapft. Ne? Da aber jetzt die Schenkel so lang geworden sind, klopft der Wind mal eben an und dann ist das Fenster windschief und wir haben einen A-Wert. A ist Fugendurchlasswert, ne? Im Gegensatz zu K-Wert damals, ne? A-Wert, Fugendurchlasswert, der zum Himmel stinkt, der schlechter war als die Dreiflügelanlage ohne Dichtung. Nicht? Also zwei Drehflügel, ein Kippfenster, die historische schöne Art, war besser als das nicht ganz geschlossene Drehkippfenster. Nicht? Und jetzt die nächste Eskalation ist dann, das Fenster nach dem Kippen ganz zu vergessen. In einem Raum passiert das in einer Familie immer. Nicht? Im Bad meistens, wo es WC ist, da ist es auf Dauerfeuer. Ne? Drunter ist ein röhrender Hirsch. Irgendwann kamen die Thermostaten, also wieder eine Entwicklung vorwärts. Ne? Vorher gab es nur die Räder, 1, 2, 3. Und wenn du da auf 1 stand, machte das auch nicht auf. Ne? Und dann kam der kluge Thermostat unter dem gekippten Fenster. Die Kaltluft fiel drauf und er hat seine Pflicht getan, nämlich geöffnet. Nicht? Sie sehen, das Heizsystem, lieber Herr Professor der Haustechnik, hat einen großen Einfluss auf den Wärmebedarf eines Hauses. Nicht? Beheize ich Luft, ja, dann habe ich einen hohen internen und externen Lüftungswärmeverlust. Intern heißt zur Decke oder ins Treppenhaus, extern heißt wirklich draußen durch Fugen. Ne? Und dann habe ich noch die Transmissionsverluste erhöht, nämlich weil ja der Heizkörper eine Raumluftwalze macht, also es ist ein kompakter, hoher Konvektor, der natürlich viel Luft auf einmal auf engem Platz erhitzt und daher eine Raumluftwalze macht. Und die meisten denken auch, man müsse in den Raum heizen. Aber das wissen Sie ja jetzt, weil Sie die Römer verstanden haben. Man muss an der Verlustfläche nachschieben. Man muss den Verlust der Wand an ihr selber kompensieren. Ne? Und das machen wir heute nicht, sondern wir beheizen die Luft. Und jetzt wird es dann nochmal ironisch, absolut. Warum schreien die Physiologen dieser Welt nicht auf? Die Luft, die uns umgibt, ist dauernd in uns drin. Na sowas. Das wissen, also wir müssen nämlich komischerweise dauernd atmen, das wissen aber die Heizungsprofessoren nicht. Die stellen nämlich beim Forschen und Lehren das Atmen ein. Wenn Sie das jetzt nicht glauben, wie kann einer, der weiß, dass er dauernd atmen muss, die 25. Generation von lufterhitzenden, also auch verstaubenden und lungenbeheizenden Geräten erfinden? Ne? Oder 125. Die werden ja immer schicker, die falschen Heizkörper. Ne? Und dürften eigentlich gar nicht existieren, weil das Atmen aufgewärmter Luft, die das Fußballfeld Lungenoberfläche jetzt beheizt,
Ne? Fußballfeld groß. Ich bin ja Mediziner. Aha. Und das finde ich jetzt nur mal, das finde ich den eigentlichen Knackpunkt. Mhm. Ja, warme Luft. Also wollte ich nur mal so, dass ich es nicht drüber weggehört habe. Das ist besonders tragisch, denn der liebe Gott hat uns eine riesige innere Oberfläche gegeben für den Gastausch und den Wärmetausch. Und er hat gemeint, immer raus aus dem Körper. Und dann hat er uns eine sehr kleine äußere Oberfläche gegeben. Verhältnis 7200 Quadrat Fußballfeld gegen 2 Quadrat. Und im Sommer ist das alles prima. Selbst jetzt ist es ziemlich warm. Die Luft ist mindestens 24 Grad warm. Aber die Lunge hat 37. Das heißt 13 Grad wärmer. Da ich dauernd atmen muss, jetzt mache ich das mal vor, das ist jetzt ein Lungenbläschen. Jetzt habe ich gerade eingeatmet, jetzt sind hier 24 Grad Celsius Gas drin. Jetzt kommt das venöse Blut, tauscht in der Alveolenwand, Lungenbläschenwand, die Gase, CO2 raus, O2 rein, und geht als arterielles Blut mit neuem Sauerstoff in den heizenden Körper. Hier ist jedes Wort leider wichtig in dem Satz. Ne? Jetzt ist im selben Hause, ich sprach jetzt von der Winter, von der Sommerzeit, jetzt wird es plötzlich Winter, ich friere, ich mache die Heizung an, habe aber eine Heizkörperheizung, es wird auf einmal das Lungenbläschen mit 40 Grad behagt, denn bei minus 20 habe ich 60 Grad Wassertemperatur im Heizkörper und 58 Grad kommen zu den Rippen raus und hier in Nasenhöhe, dummerweise ist tagsüber die Nase oben, erst im Bett ist sie unten, ne? Also atme ich tatsächlich über Tage den heißeren Teil dieses Heizluftkreislaufes ein. Ne? Und nun wird meine Lunge, diese riesige Wärmetauschfläche, nicht mehr gekühlt, was sein muss, denn die Toleranz, die wir haben, ist 0,5 Grad. Ne? 37 plus minus 0,5 Grad ist gesund, XUND. Und 36,5 ist beginnende Unterkühlung und 38 ist beginnendes Fieber, ne? Und 40 ist lebensgefährlich. Ne? wie kann man eine Luftheizung erfinden? Ne? Ist hoffentlich versteht jeder, wie absurd das eigentlich ist. Ja? Darf ich Sie mal unterbrechen? Oh ja. Und zwar, wenn ich jetzt zu Hause an meinen Heizkörper denke, also mit diesen 48 Grad, da müsste ich ja direkt über dem Heizkörper mich befinden. Ich habe ja ein gewisses Raumvolumen, was ich habe, wo sich im Endeffekt diese Temperatur, die aus dem Heizkörper kommt, irgendwo ja vermischt mit der kalten Luft. Und deswegen habe ich in meiner Wohnstube nie mehr eine Raumtemperatur wie 22 Grad. Jetzt müssten wir nur mal fragen, warum Sie den Heizkörper rehabilitieren wollen. Jetzt machen wir eine Abstimmung. Ich kann es ihm alles genauer sagen, aber wollen wir jetzt diese falsche Heizmethode, die es erst seit gestern gibt, seit den 60er Jahren, es gibt ihn schon länger, aber massenweise gibt es ihn seit der Implosion des Ölpreises. Er macht dreckige Wände, er macht verstaubte Taschentücher. Wenn Sie die Bilder abhängen und dann wieder aufhängen wollen, ohne anzustreichen, wissen Sie genau, wo Sie hin müssen. Nämlich Ihr Staub, den Sie reingetragen haben, markiert Ihnen Ihre Bilder. Für die Museen ist es absoluter Mist. Die relative Luftfeuchte ist im Keller, sie zittert und die Verstaubung der Objekte ist schlimm. Dann hätte ich natürlich eine Frage, wieso, Sie sind Fachmann, ja. Wieso die vielen Fachleute ja. Nicht gehört werden, sondern die Lobby entscheidet genau. Über Sachen. Ja. Ja. Aber das sieht man doch jedes Mal, wenn ein Gesetz auch entwickelt wird und verabschiedet wird. Wenn man merken Sie, dass, da fragt man sich, wieso. Wir haben so viele Wissenschaftler, ja. Die wirklich bahnbrechende Entwicklungen bringen. Die werden nicht in dem Maße gehört, sondern der entscheidet nahe das Kapital. So muss ich das mal darstellen. Die Industrie, also es geht eigentlich immer das darum. Doch wohl für die Industrie. Ja, aber es geht darum. Um vorher zurückzukommen. Wenn man sich mal Wärme abatmen kann, fängt man an zu schwitzen. Ja, deshalb sind so viele in den Büros krank. Genau. Das ist also, was die sind krank, die Kinder sind krank in der Krippe. Meine Kinder, wenn in der Krippe kam, ich da aufgemacht, dann sage ich, warum konntest du, die hatten immer Rotz. Mhm. Das ist ganz einfach, weil der Körper das nicht schafft. Der schwitzt. Das und dann ist es zu trocken. Ja, und dann, das ist wirklich einfach zu trocken Lüften. Also Pansof, da muss ich natürlich korrigieren, trocken ist sie nicht, sondern staubig. Also wir haben ab Nasenloch ein Flimmerepithel, das heißt eine Haut, in der Flimmerhärchen sind, die immer flimmern, das heißt nach
Richtung Ausgang so schlagen und dann sondert diese Haut dauernd Schleim ab. Der liebe Gott hat das für den Staubunfall erfunden. Was machen die Menschen? Die kapieren den ja gar nicht da oben. Ne? Die holen sich irgendwann eines Tages, 60er Jahre, die Dreckmaschine in den Wohnbereich und haben ein halbes Jahr Feinstaub in der Atemluft. Im anderen halben Jahr nicht, weil die Strahlung durch die Luft hindurch geht von der warmen Wand, ne? Und der Staub bleibt unten liegen. Das ist meine Ketzerei. Oh ja. Trotzdem ist seit den 60 Jahren die Lebenserwartung gestiegen, nicht gesunken. Ja. Gibt das nun jede Menge andere Faktoren, ja, oder ist das noch gar nicht ausgerechnet? Wäre sie noch mehr gestiegen, wenn wir andere Heizungssysteme genommen hätten? Nee, aber jetzt gehen Sie doch mal auf den Doktor da ein. Wir haben ja dauernd Erkältung in den Wintern. Und was ist denn das Erkältung? Erkältung ist nicht einfach, weil es kalt ist und ein Influenza-Virus Nummer Y, sondern die Bakterien und Viren sind eigentlich irgendwie doch an etwas Festes gebunden, nämlich zum Beispiel Staub. Und wenn wir ein halbes Jahr dauernd Staub einatmen, dann ist einfach die Trefferquote höher. Und jetzt wollte ich ja auf die sogenannte Immunbarriere Schleimhaut eingehen, Flimmerepithel. Der liebe Gott hat es erfunden für Staubunfälle. Was machen wir? Wir machen den Staub 6 Monate lang zum Normalzustand in der Nasenebene. Ne? Das kann die Schleimhaut nicht. Das heißt, wenn Sie sagen trocken, nee, die Schleimhaut ist überlastet, verstaubt und kann ihre Aufgabe, Körnchen einzuschleimen und für die Flimmerhärchen dann beweglich zu machen, die schaffen das dann raus. Das kann die Schleimhaut nicht mehr leisten. Und dann sausen die Bakterien durch und dann haben wir Influenza, dann haben wir Grippe und so weiter. Ne? Und im Sommer haben wir weniger Grippe, weil es warm ist, sondern weil Staub mehr unten ist und nicht in Nasenhöhe. Und im Winter haben wir mehr Erkältung, weil er systematisch durch alle Heizungsarten, die nicht Strahlungsheizung sind, in die Atemebene gehoben wird. Selbst bei der genialen Fußbodenheizung. Ja, Herr Große, mit Fußbodenheizung ist da auch eine Strahlungsheizung. Dann kann ich nur leise in mein Taschentuch weinen, denn Strahlung geht immer im rechten Winkel von der Fläche weg. Also saust die Strahlung an mir vorbei, zur Decke. Was soll das? Ne? Wenn jetzt ein Bruchteil der Strahlung parallel zu mir wäre, und um mal einen Sprung zu machen, woraus besteht jetzt die Temperierung? Aus einer Sockelschleife und einer Brüstungsschleife, also zwei heißen Putzstreifen vor je zwei Rohren. Ne? Die strahlen zu mir, die Putzstreifen, 10 mm Überdeckung der Rohrscheitel. Und jeder dieser beiden Heizstreifen macht einen Auftrieb, weil jede Fläche, die warm ist, Luft erwärmt. Ne? Die Fußbodenheizung ist eine Ressourcenverschwendung schlimmster Sorte. Ich kann mit der Rohrmasse einer Fußbodenheizung ein Haus belegen mit einer Heizrohrheizung an der richtigen Stelle. Wir nennen das Temperierung oder Temperieranlage. Beginnt immer an den Sockeln der Geschosse, einmal rechts herum, einmal links herum, durch alle Zimmer und zurück. Und dann werden raumweise zwei Sekundärrohre abgezweigt in Fensterbankhöhe. Die Sockelschleifen werden hinten geregelt, Rücklauftemperaturbegrenzer, die man von der Fußbodenheizung kennt. Was machen diese Regler? Die kümmern sich um den Verlust. Die stellen den Verlust fest und machen auf oder nicht. Wenn Sonne auf der Fassade steht, geht wenig verloren. Dann kommt das Wasser zu warm an für die Einstellung und der macht gar nicht auf. Nicht? Und wenn jetzt zum Beispiel die Nacht kommt oder wir haben die Nordseite eines Hauses, diese Schleife ist länger und öfter in Betrieb und die Südschleife ist seltener in Betrieb. Also ich kann fassadenbezogen mit der Sockelschleife reagieren und sie deckt den Grundwärmebedarf und sie ist die Zuleitung für die Heizkörper und die Heizkörper sind nur eleganter, nämlich die Zweitschleife, ne? Unterputz. Und die hat einen Heizkörperthermostat, der eben im Raum die Umgebungsstrahlung misst und danach, je nach ihrer Einstellung, öffnet oder nicht. Ne? Ja, das kommt immer zum selben. Es kommt zu einer warmen Oberfläche der Außenwände des gesamten Hauses, zu einer temperierten Gebäudehülle. Im untersten Bereich führt es immer zur
Ausschaltung der aufsteigenden Feuchte. Im gesamten Haus führt es zur Gegenstandsloswerdung von Kondensat. Es kann nicht passieren, das Kondensat, weil es nirgendwo kalt ist. Denn der gesamte Innenausbau bleibt warm, wenn die Hüllfläche aller Stockwerke, also die Außenwand, Innenseiten warm sind. Ne? Der Staub bleibt liegen, weil es keine Raumluftwalze gibt, also weil die Strahlung das Gas Luft nicht erwärmt. Die Lunge wird wunderbar gekühlt, was sie müsste, weil das venöse Blut aus dem heizenden Körper hinfließt und beim Durchfluss durch die Lungenbläschenwand nicht nur die Gase tauschen soll, sondern eben auch Wärme abgeben können soll. Und im Winter, jetzt muss ich wieder auf Sie eingehen, ist es nicht möglich. Also selbst wenn wir jetzt runter von den 48 Grad mal auf 37 gehen, also ein heißer Heizkörper, und wir brauchen gar nicht mit der Nase über ihm, das ist dann ganz schlimm, sondern wir bewegen uns im Raum und hier ist überhaupt kein Verlust, die Decke zum nächsten beheizten Raum, ne? Und der wärmere Teil des Heizluftkreislaufs ist in Kopfhöhe. Warme Luft, das warme Gas, Luft steigt auf, hat einen ganz einfachen Grund. Was ist Wärme? Molekularschwingung. Wärmer ist eine heftigere Schwingung. Ein warmes Gas muss steigen, weil es dort, wo es erwärmt wurde, mit seiner neuen Bewegungslänge, Schwingungslänge keinen Platz mehr hat. Und dann steigt es auf. Das ist die Beschreibung von Auftrieb. Ne? Ja, also es bleibt wirklich kein gutes Haar an dieser völlig falschen Erfindung. Und es ist nicht etwa Dummheit unserer Vorgänger gewesen, keine Konvektoren erfunden zu haben, sondern es ist einfach ein falscher Gedanke, die Raumluft aufwärmen zu sollen und nicht, wie die Römer, den Verlust des Raumes an der Stelle, wo er auftritt, zu decken, zu kompensieren. Ne? Und wenn ich jetzt keine heiße Luft mache, fällt diese besondere Art von Verlust weg, Lüftungswärmeverlust. Ne? Und gleichzeitig werden die Wärmeleitungsverluste geringer, weil der praktische Feuchtegehalt als Basis des U-Wertes beseitigt wird. Das ist jetzt sehr dicht gesagt. Ne? Im Haus ist immer Wasserdampf. Sie sind schuld, Sie dampfen dauernd. Ne? Was hatte ich zuletzt gesagt? Die feuchte Wand, also warum praktischer Feuchtegehalt heißt, der in 99% aller Fälle ausreichend lang beheizter Häuser angetroffene Porenfeuchtegehalt. Das ist der praktische Feuchtegehalt. Ne? Der ist angeblich Gott gegeben und von Porenradius und relativer Luftfeuchte abhängig. Da lachen die Römer wieder, denn sie haben sich ja ein viel Schlimmeres erlauben dürfen. 45 Grad Badewasser, also irrer Dampfdruck bei Germanien minus 20 und Kalkstein als Mauer. Ne? Das führte ja nicht zum Problem. Also es wird etwas dabei vergessen, nämlich die Oberflächentemperatur der Innenseite der Außenwand. Ne? Und das war das Thema der Römer. Also vor 2000 Jahren war das klar. Und wir machen Lufttemperatur und nichts anderes als das Halten der sommerlichen Oberflächentemperatur in der Periode des Jahres, wo das von selber nicht sein kann, weil die Tageszeit kürzer als die Nachtzeit wird, also die Zustrahlungsphase kürzer als die Abstrahlungsphase ist. Nicht? Und immer wenn der Himmel klar ist, ist es nicht minus 20, sondern minus 60. Ne? Für den größeren Teil des Bauwerks. Ne? Wo Sie wieder die ganze Armseligkeit unserer Professorenschaft sehen, Nachtabsenkung ist die Empfehlung. Ne? Ja, warum? Weil Sie jetzt waagerecht zwischen Wärmedämmung sind, im Bett. Ne? Und es geht ja immer nur um Sie. Die Römer haben kapiert, nee, es geht um den Wärmespeicher. Ne? Also, wenn die Schaukel Gegenwind kriegt, wenn man mal das Bild Schaukel nimmt, dann baumelt sie aus und das Kind quengelt. Nicht? Und wenn ich jetzt aber einfach Zeitung lese und mit einem kleinen Finger auf den Po haue, in der richtigen Sekunde bleibt die Amplitude erhalten und das Kind ist fröhlich. Ne? Und das ist jetzt die Beschreibung eines Moleküls in der Wand. Ne? Die Schaukel. Ne? Also Wärme ist Molekularschwingung, ganz wichtig. Die einzige interessante Skala, Temperaturskala, heißt Kelvin. Celsius, Reaumur, Fahrenheit ist Quatsch. Die beschäftigen sich mit je einem Stoff. Ne? Wasser, Alkohol, Äther. Ne? Kelvin beschäftigt sich mit dem
Energieinhalt der Materie. Kalt gibt es für den Physiker gar nicht, sondern nur tote Hose, also keine Schwingung, keine interne Impulsweitergabe und keine Emissionen an der Oberfläche. Das ist kalt, ne? Und das ist 0 K und das ist minus 273 Grad Celsius. Furchtbar. Völlig uninteressant, ne? Aber das heißt, also wenn Sie jetzt verstehen wollen, warum ist es so billig, einen Keller zum Gästezimmer zu machen. Tja, Sie haben 10 Grad Erdreich Celsius drumherum, sagen wir mal vereinfacht, ne? Der bestimmt jetzt die Mauertemperatur und dann ist es innen zu kalt und zu feucht. Jetzt bräuchten Sie 20 Grad Oberflächentemperatur. Das klingt teuer, weil es das Doppelte von 10 ist. Ne? Wenn Sie es jetzt auf die Kelvin-Skala überführen, ich muss mich jetzt mal hinstellen, damit ich Ihnen die Größenverhältnisse zeigen kann. Meine Füße sind bei minus 273 rechts und links 0 K. Ne? rechts ist 10 Grad Celsius und 20 Grad Celsius. Jetzt schauen wir rüber. 283 Schwingungsgrade, 293 Schwingungsgrade. Das klingt doch nicht teuer, oder? Also geschenktermaßen 283 Schwingungsgrade, die muss ich jetzt durch irgendeine Einrichtung auf 293 bringen, an der Oberfläche der Kellerwand, nicht im Querschnitt der Wand. Mir gegenüber, die Oberfläche muss so warm sein, dann ist die Infrarotemission zu mir ausreichend, ich kann nicht frieren und mein Dampf kann an der Oberfläche nicht kondensieren. Ne? Und das können Sie in Kellern mit tatsächlich einer Schleife hin und zurück schaffen, denn die ganze Wand ist gedämmt durchs Erdreich. Ne? Oberirdisch greift der Frost an, da ist dann die zweite Schleife interessant in Brüstungshöhe. Ne? So ist das schon mal eigentlich ganz gut beschrieben. In Kellern können Sie mit einmal rechts herum und einmal links herum und zurück sanieren und Gästezimmer machen. Und oberirdisch, wo Frost angreift, machen Sie einfach das Doppelte, wird aber immer noch nicht schlimm im Vergleich zur Fußbodenheizung, deren Rohrmasse nur für einen Raum gilt. Ja, ja, ich glaube, jetzt gebe ich mal den Skeptikern einfach Gelegenheit zu fragen. So, das muss ich jetzt natürlich mal auf wissenschaftliche Füße stellen. Alle drücken es so aus. Sie können nicht dafür. Vor 30 Jahren habe ich das auch so gesagt, ja? Weil ich als Restaurator so gelernt habe. Ne? Wenn Sie jetzt mal Luft betrachten, dann Luft ist ein Gasgemisch. Das muss man einfach einmal denken. Besteht aus 4 Gasen und anderen, aber die sind interessant. CO2, O2, N2, H2O. Also Kohlendioxid, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf. Jetzt turne ich die Ihnen mal vor. Ja? Sauerstoff, 2 Atome, Doppelbindung, symmetrisch. Das müssen Sie sich jetzt merken. Ne? Stickstoff, 2 Atome, Dreifachbindung, symmetrisch. CO2, 3 Atome, symmetrisch. Jetzt kommt H2O, asymmetrisch, weil das O sich die beiden Elektronen von den Hs holt. Und nun ist eine symmetrische Stellung nicht mehr möglich, sondern eine abgewinkelte. Und das ist dann ein Dipol. Also der ganze Ärger mit dem Wasserdampf liegt an der Art, wie er gebaut ist. Ne? Wenn Sie das jetzt wieder gucken, also er hat eine höhere Anziehungsfähigkeit als die drei anderen. Ne? Also wir holen die Bierpulle aus dem Kühlschrank, stellen sie auf den Tisch und können nicht mehr durchgucken. So, dann drehen wir uns um und machen irgendwas anderes, gucken wieder hin, können wir wieder durchgucken. Wieso? Die Umgebungsstrahlung hat die Oberflächenmoleküle auf Touren gebracht und die können sich jetzt wehren vor der Adhäsion dieses Dipols, ne, und stoßen ihn ab. Ja? Also warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, ist Unsinn. Warmer Wasserdampf kann aufgrund seiner heftigen Schwingung mehr gasförmig bleiben. Ne? Verstehen Sie? Wenn jetzt aber eine kalte Kellerwand kommt, dann sind die Oberflächenmoleküle zu lätschert, zu langsam am Schwingen und die besondere Adhäsionsfähigkeit des Wassermoleküls wird nicht abgestoßen. Anders beschrieben. Es ist aber ganz wichtig, dass Sie die Selbstständigkeit des Wasserdampfes sehen und die Luft ist völlig uninteressant. Der Wasserdampf selber muss warm sein, um nicht zu koagulieren mit sich selber. Ne?
Kehrseite, warum müssen Sie 100 Grad überschreiten, um das Gas Wasserdampf zu erzeugen? Wegen der inneren Kohäsion. Also Sie sehen jetzt immer die Tetraederstruktur, also den Dipol da mit dem OH2. Ne? Und jetzt mache ich so, dann ist das eine H am nächsten O. Und diese Kohäsion des Mediums, des Gases Wasserdampf, ist so irre, dass wir 100 Grad überschreiten müssen. Ne? Machen wir den Stopfen von der Flasche mit Äther auf, ist nach so und so viel halben Stunden nichts mehr drin. Ne? Weil bei Raumtemperatur das verdunstet. Ne? Und Wasserdampf, also Wasser können Sie lange stehen lassen, dann nimmt es ein bisschen ab. Ne? Und wenn Sie Dampf brauchen, dann müssen Sie richtig heiß machen, damit endlich freie Wassergasmoleküle entstehen. Ja? Also ist es trotzdem nicht ratsam, im Sommer den Keller zu lüften, oder? Ja, sieht aus. So. Jetzt muss man nämlich zwei Dinge noch hinzufügen. Die können ja das Wasser führen. Die Tropfen. Also genau. Ja, das heißt, die drei anderen symmetrischen Gase muss ich auf minus 70 bis 140 abkühlen, damit sie flüssig werden, kondensieren. Den Wasserdampf muss ich nur wenige Grad abkühlen, schon macht der Adhäsion. Ne? Also das sommerliche Lüften in Kellern ist falsch, weil A, viel Wasserdampf frei ist. Jetzt müssen wir natürlich sagen, warum eigentlich? Sie sehen die Belaubung. Wenn wir jetzt in ein paar Monaten hier sind, ist die nicht da. Das heißt, die Evaporation durch die Belaubung ist heftig, ja, durch die Pflanzen. Die Gewässer sind warm, die Evaporation ist besser. Das Erdreich ist dezimeterweit warm und kann Wasserdampf nicht halten oder er kann nicht drin bleiben. Ne? Das ist die banale Grundlage, warum wir im Sommer viel Wasserdampf im Kubikmeter Luft haben, ne? Und warum wir jetzt umgekehrt zwangsläufig im Winter wenig haben müssen, denn die Gewässer sind kalt, die Pflanzen tun nichts mehr, die Erdoberfläche ist kalt, hält den Dampf fest. Er ist Festkörper als Schnee oder Eis, ne? Lauter so einfache Alltagsbeobachtungen, die klar machen, im Winter lüften wäre zur Entfeuchtung nicht schlecht, aber kühlt leider. Ne? Und im Sommer nicht unbeheizte, aber auch von der Sonne nicht erreichte Bereiche, Hanglagen, Keller zu lüften, führt immer zur Befeuchtung, denn die Hüllflächen sind auf einer zu geringen Schwingungsstufe, also die haben dann 16 Grad und Schlimmeres, 15, 14. Ne? Und die kinetische Energie dieser Schwingung reicht nicht mehr aus, um den Adhäsionseffekt von dem Dipol abzuwehren. Ne? Und hätten sie aber 19,820, also wenig mehr, das ist ja das Interessante, reicht es aus. Ne? Wenn die Bierpulle auf Raumtemperatur ist und der braucht gar nicht besonders warm sein, dann sind die Glasmoleküle in der Lage, den Dipol abzuschießen. Ne? Ja. Und die Wärmekapazität von Luft ist so gering, das heißt, im Sommer lüften heißt leider nicht heizen, weil so wenig Wärme im Gas in einem Gas drin ist. Ja? Ne? Flüssigkeit, Wasser ist die Flüssigkeit mit der höchsten Wärmekapazität, das genaue Gegenteil ist Luft, die kann nicht viel Wärme tragen, aufnehmen und daher der Gedanke, ach, es ist ja jetzt gerade so schön warm draußen, und jetzt mache ich mal den Keller auf, damit es da lüftet, also trockener wird, führt genau zum Gegenteil. Leider sind wir in der Epoche, also in der Jahreshälfte mit dem hohen Wasserdampfgehalt, um die 10 Gramm, kann man mal quantifizieren, pro Kubik, ne? Bei zu langsam schwingenden Oberflächenmolekülen der Wände und der Gegenstände im Raum. Denn die Gegenstände nehmen die Wandoberflächentemperatur an. Ne? Da habe ich mal was ganz Krasses erlebt. Die prähistorische Staatssammlung, die Archäologen in München mussten mal plötzlich aus einem Depot raus, kriegten einen gotischen Riesenkeller zugewiesen, in dem es 85-90% relative Luftfeuchte hatten. Dann haben sie ihre Regale aufgestellt, die Holzkisten und die Pappkartonkisten mit Bodenfunden, also alles schwer, reingestellt. 3 Monate später konnten die Pappkisten nicht mehr bewegt werden, weil die hygroskopische Feuchte sie erweicht hat. Ne? Dann hat man sich an mich erinnert und ich habe dann, weil die böse Schlösserverwaltung uns nicht an die Heizung gelassen hat, das war im Cuvier-Theater, das gehörte der Schlösserverwaltung, haben wir eine Insellösung mit 2 Heizkabeln gemacht.
rechts herum hin und zurück, links herum hin und zurück. 2x 15 Watt, 30 Watt laufender Meter, angemörtelte Heizkabel, bleistiftstark. Ja? So, ich habe nicht viel versprochen, aber die relative Luftfeuchte habe ich versprochen, dass sie sich senken wird. Und jetzt kam die große Überraschung für mich. Wir hatten in 4 Monaten wieder stabile Kartons, obwohl die Luftfeuchte bei 72 und nicht etwa 50 lag. Also ich als Restaurator musste auch hier was dazulernen, wenn es stabil ist. Ich habe auch extra Nägelchen hingelegt, so silberne, um Korrosion zu sehen. Keine Korrosion, weil die Abstrahlung der Wände auf die Festkörper im Raum, also meine Nägelchen, die Holzregale, die Kisten beider Art, das Material in den Kisten, zu einer Akkumulation von etwas Wärme, etwas mehr als ohne die Strahlung von der Wand geführt hat. Ne? Das war gerade so viel, dass die Wasserdampfdipole wieder abgeschossen werden konnten von der Oberfläche. Die hygroskopische Feuchte sank, ne? Die ja angeblich Gott gegeben ist. Ne? Also die Basis des U-Wertes, um jetzt mal zu springen auf die normale Hauswand, der praktische Feuchtegehalt ist absolut beeinflussbar. Der kann auf Null runtergedrückt werden, denn sie entfeuchten erst einmal durch Dauerbeheizen der Wandoberfläche und gleichzeitig schützen sie ja vor Wiederaufnahme von Wasserdampf, weil sie ja den Raum mit der Oberfläche beheizen. Also wird der Wasserdampf, den sie dauernd erzeugen, nicht abgekühlt und daher gibt es nicht nur kein Kondensat, das wäre ja das sichtbare Wasser, was runterrinnt, sondern es gibt auch kein Kapillarkondensat. Kennt kaum jemand den Unterschied, ne? Das ist das unsichtbare in den Kapillaren sich abscheidende Einzelwassermolekül, ne? Sie müssen sich vorstellen, die Kapillare mineralischer Materialien hat so Fortsätze, das sind zum Beispiel Sauerstoffatome, die aus der Wand rausgucken, die aber zur Wand gehören. Jetzt kommt der adhäsionsfröhliche Wasserdampf an und zack, findet er einen Partner für die Wasserstoffbrücke, also vom H des Wasserdampfmoleküls zum O, das aber zum Festkörper gehört. Ne? Also hier ist auch dann gleich das Wort Diffusion auf den Prüfstand zu stellen. Die drei Wasser, Stickstoff, Kohlendioxid und was haben wir noch, Sauerstoff, die können durch Hohlräume diffundieren, durch Poren, aber der Wasserdampf kann im sogenannten Konzentrationsgefälle nicht diffundieren. Er bleibt stecken wegen seiner Adhäsionsfähigkeit. Ne? Fraunhofer Gesellschaft will das nicht begreifen. 2000 in Kühlungsborn, nicht so weit weg von hier, ne, haben sie ihr WUFI vorgestellt. Sie kennen WUFI bestimmt. Ne? Ja. Und was heißt das? Wärme und Feuchte instationär. Zwei Ohrfeigen an Glaser. Ne? Der heilige Glaser, der hat die Diffusionsdiagramme berechnet für Stoffe. Feuchte ohne Wärmebetrachtung ist Schwachsinn. Also feuchte Betrachtung ohne Wärmebetrachtung ist Schwachsinn. Man müsste immer fragen, was hat das Bauteil, was hier feucht ist, für eine Temperatur? Ne? Wenn die zu niedrig ist zur Selbstverteidigung des Bauteils gegen den bösen Wasserdampf der Menschen, dann ist die hygroskopische Feuchte wirksam. Ne? Und der U-Wert ist so und so hoch wegen des praktischen Feuchtegehaltes des Baustoffes. Ne? Ist aber der Raum warm, weil die Oberfläche der Innenseite der Außenwand der Heizkörper ist, römische Hypokaustenwand oder Auftrieb von meinen zwei Streifen, ne, dann wird der Wasserdampf nicht abgekühlt, sodass er kapillar kondensieren könnte, ne, und den praktischen Feuchtigkeit überhaupt herstellen könnte. Also, wenn ich jetzt anfange, die Oberfläche zu beheizen, gibt es erstmal dieses Wärmegefälle, welches natürlich den vorhandenen Wasserdampf vertreibt und gleichzeitig den Feuchteschutz vor dem Bewohner und seinem Dampf. Ne? Sodass ich nachhaltig in der Heizperiode meine Wand trockne und die Heizkörperheizung befeuchtet sie partiell, weil die Raumluftwalze nicht in der Lage ist, neben dem Heizkörper sicher die Wandoberfläche zu bestreichen. Aber die Decke mit Sicherheit und die Füße werden gekühlt und der Staub ist in der Nasenhöhe. Ne? Aber rechts und links und in den Leibungen kann Schimmel entstehen, weil dort so und so wenige Grad weniger ist und dieses adhäsionsfähige Wassermolekül unsichtbar für uns da sich niederlässt. Und die Schimmelsporen aber, die sind überall. Die Überlebensform des Schimmels. Sobald aber die Überlebensform ausreichend
Feuchtigkeit bekommt, kann sie auskeimen, wird zum Myzel der Lebensform des Schimmels und das sehen wir dann. Ne? Und dann sagt der also der Wohnungsbesitzer oder die Wohnungsbaugesellschaft, du hast falsch gelüftet. Ne? Schwachsinn, müssen sie dann sofort sagen, du hast mich falsch beheizt. Ja?